Wir befinden uns hier am Abschlag, dem Ausgangspunkt des zu spielenden Lochs. Der Abschlag ist durch Abschlagsmarkierung gekennzeichnet. Und es stehen für die Damen sowie für die Herren verschiedene Abschläge für verschiedene Spielstärken zur Verfügung. Diese Abschlagsmarkierungen sind immer in unterschiedlichen Farben gehalten. Die Abschlagsmarkierungen begrenzen den Abschlag zur Seite und dann ist der Abschlag 2 Schlägerlängen tief. Das heißt, wir erhalten ein Rechteck, das durch die Abschlagsmarkierung begrenzt ist und 2 Schlägerlängen tief ist. Innerhalb dieser rechteckigen Fläche muss der Ball aufgetiet werden. Der Spieler darf allerdings auch außerhalb stehen. Das heißt, wenn ich hier auftiehe und außerhalb dieser Fläche stehe, ist das okay. Wichtig ist, dass man nicht zu weit vorne auftiet. Wenn ich meinen Ball hier auftiere zum Beispiel, dann ist das zu weit vorne. Aber für mich als Spieler zwischen den Abschlagsmarkierungen ist es sehr schwierig zu sehen, ob ich vorne oder dahinter bin. Das sehen die Mitspieler von der Seite am besten und natürlich ist es fair, dass man als Mitspieler dem Spieler sagt, wenn er zu weit vorne aufgetiet hat, dass er seinen Fehler noch korrigieren kann. Ein Abschlag von außerhalb der Abschlagsfläche würde nicht zählen. Der Spieler bekäme 2 Strafschläge und müsste erneut abschlagen. Das wäre dann schon sein 3. Schlag und er wäre noch nicht sehr weit gekommen. Abschlagen von außerhalb der Abschlagsfläche. 2 Strafschläge. Der Schlag zählt nicht und muss wiederholt werden. Wird der Schlag nicht wiederholt, droht Disqualifikation.